EM-Spezial wird Ihnen präsentiert von Easy Cosmetic. Vorbereitung zum Samstagspiel Deutschland gegen Dänemark? Ja, also natürlich, eigentlich ist alles vorbereitet. Wir erwarten auch in der verlängerten Fanmeile natürlich Zehntausende von, glaube ich, sehr, sehr gespannten Fans hier in Berlin. Das Wetter sieht ganz gut aus, der Forecast, die Vorhersage. So gesehen sozusagen ist eigentlich alles vorbereitet und jetzt warten wir eigentlich und sind natürlich wahnsinnig gespannt, ob wir dann gegen Dänemark gewinnen, wovon ich natürlich ausgehe und das natürlich hoffe und so gesehen einfach große Vorfreude gerade. Sagen Sie mir, wie viele Spiele werden jetzt dann ausgetragen auf der Fanmeile? Jetzt sind eigentlich fast alle, die jetzt kommen, also werden natürlich auch nächste Woche dann die Türkei gegen Österreich natürlich auch das Spiel im Achtelfinale sehen. Dann wird ja noch einmal irgendwie, dann geht es halt irgendwie weiter. Natürlich dann Viertelfinale, Halbfinale und das Finale sowieso. Also jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Sind Sie auch im EM-Fieber und wie wichtig ist diese EM für Berlin, Deutschland und für wen tippen Sie am Samstag? Also erstmal sehr gut, dass wir eine gute Stimmung haben, schon weil die deutsche Mannschaft ja auch toll spielt und das gucke ich mir auch gerne an. Ist auch gut für unsere Wirtschaft, ist gut für den Tourismus, aber vor allen Dingen der Sport steht im Vordergrund. Die Leute haben Spaß dran und das muss auch in Zeiten mit so vielen Krisen und Kriegen, muss es auch mal sein, einfach mal das zu genießen. Geben Sie mir einen Tipp ab für Samstag? Ja, ich glaube, wir werden gewinnen und ich tippe mal auf ein 3-1. Oh, super. Die EM ist im vollen Gange. Sind Sie fußballbegeistert und was tippen Sie für das Spiel Deutschland gegen Dänemark? Ja, ich bin in Maßen Deutschland begeistert auch und ich denke, die Deutschen werden gewinnen. Vielleicht ein bisschen knapp, aber mit 2-1 oder 3-1 oder sowas. Ja, wie wichtig ist denn diese EM für Deutschland oder Berlin? Ja, die ist ganz wichtig natürlich für das Ansehen der Stadt und des Landes. Das kennen wir ja noch von dem Sommermärchen, wie es dort war. Ich hoffe, so wird es wieder werden, aber es scheint ja alles so in die Richtung zu laufen. Also das ist das Gute dabei. Am Samstag, wie läuft das Spiel? Naja, eins ist vollkommen klar, Deutschland wird gewinnen. Wie wichtig ist denn die EM für Berlin? Na, die EM ist für Deutschland, für Berlin schon sehr wichtig. Wir sehen ja die vielen verschiedenen nationalen Fahnen und Flaggen überall und man freut sich halt auch für andere Nationen. Und das ist ein Miteinander. Etwas, was in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen hat, erleben wir durch den Sport, die emotionale Verbindung und das ist einfach schön. Europameisterschaft am Samstag. Deutschland spielt gegen Dänemark. Was tippen Sie? Naja, also ich drücke natürlich der deutschen Mannschaft die Daumen und ich denke, die werden es wieder machen. Wir sind jedenfalls alle mit Herzblut dabei. Ich freue mich, dass Berlin einfach jetzt auch während der Europameisterschaft so viele Gäste begrüßen kann. Ist auch gut für unsere Wirtschaft. Fanmeile läuft, Gastro läuft, Public Viewing läuft. Da sind wir sehr zufrieden mit. Lakritz, Wikinger und Softeis. All das sind Sachen, die man wohl mit den nun feststehenden Gegnern der Deutschen im Achtelfinale der Heim-Europameisterschaft verbindet. Dürfen wir vorstellen, unser Nachbarland Dänemark. Am späten Dienstagabend reichte dem Europameister von 1992 ein torloses Unentschieden gegen Serbien, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Nach dem Spiel sagte Dänemarks Kapitän Christian Eriksen: "Ich bin natürlich sehr froh, dass wir die K.O.-Spiele erreicht haben. Das ist eines der Dinge, die ich mir vor dem Turnier erhofft habe. Die Auszeichnungen für den Spieler des Spiels gegen Slowenien am ersten Spieltag und hier kommen danach." Eriksen ist ein Schlüsselspieler der Dänen, doch auch er konnte nicht dafür sorgen, dass sie eins ihrer drei Gruppenspiele siegreich gestalten konnten. Doch drei Unentschieden reichen den Dänen und sie dürfen weiter vom zweiten EM-Titel träumen. "Wir müssen glücklich sein, wir haben die Gruppenphase überstanden. Also sollten wir uns einfach darüber freuen. Wir repräsentieren den dänischen Fußball für Tausende von Freiwilligen, die in verschiedenen Vereinen eine großartige Arbeit leisten. Wir sind das Team von allen und darüber müssen wir glücklich sein", erklärte Dänemarks Trainer. Für die Serben hingegen war das torlose Unentschieden gegen Dänemark zu wenig. Nach dem Spiel erklärte der serbische Trainer: "Das Spiel war sehr ausgeglichen. Wir haben auf eine Chance gewartet, auf ein Tor. Dänemark ist eine wirklich starke Mannschaft. Es war ein sehr enges Spiel und es war nicht einfach. Wir haben alles versucht, um die Abwehr zu knacken.
Wir haben mutigen Fußball gespielt und unser Bestes gegeben, aber manchmal ist es nicht einfach. Die Serben belegen nach der Gruppenphase Platz 4 mit 2 Punkten und müssen sich damit aus dem Turnier verabschieden. Im zweiten Duell der Gruppe trennten sich England und Slowenien ebenfalls mit einem torlosen 0:0 Unentschieden. Doch das Ergebnis reichte den Engländern, um als Gruppensieger in die K.O.-Phase einzuziehen. Ebenfalls weiterhin mit dabei ist Dänemark, auch wenn ihnen nun mit dem Spiel gegen Deutschland eine schwere Aufgabe bevorsteht. Bereits 28 Mal haben die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt. In 15 Duellen gingen die Deutschen als Sieger vom Platz. 8-mal war Dänemark siegreich und 5-mal gab es ein Unentschieden. Doch was erwarten die dänischen Fans diesmal für ein Spiel? Wir haben einmal nachgefragt. Against Germany? Oh. Gegen Deutschland? Oh, das wird schwierig. Ich hoffe auf Dänemark. Vielleicht 2-0, aber wer weiß. Wir müssen halt einfach gewinnen. Wir machen das Unmögliche möglich. Egal, was passiert. Das ist schwierig. Also Deutschland natürlich ganz gut, aber ich hoffe, dass Mele hat von gleich wie in 2021, dass er macht ein gutes Arbeit und dass wir vielleicht gewinnen. It's gonna be a two-bank game. Es wird ein Wahnsinnsspiel. Wir werden sie überrollen. Ich glaube, wir werden Deutschland überraschen. I think Heuber. Yeah. Ich glaube, es wird sehr ausgeglichen. Ich denke, Dänemark gewinnt im Elfmeterschießen. 2-1 zu Dänemark. Ja. Das klingt auch. Oder? Das letzte Mal spielten die beiden Länder 2021 gegeneinander. Damals gab es ein 1:1 Unentschieden im Testspiel. Ein Ergebnis, was es am kommenden Samstag nicht geben kann. Am Ende muss es einen Sieger geben, der dann ins Viertelfinale einziehen wird. Ob das Deutschland oder Dänemark sein wird, entscheidet sich am Samstag ab 21 Uhr. EM-Spezial wurde Ihnen präsentiert von Easy Cosmetic.